So, damit natürlich erstmal willkommen zurück. Wir haben uns jetzt eine Runde ausgeruht. Ich habe die Zeit jetzt bis auf 20 vor 7 laufen lassen. In der Hoffnung, dass wir in dieser Folge irgendwas schießen. Weil, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und das ist ungünstig. Aber ich will die Felder mal weiter ablaufen. Ich will hier rauf. Lol. Hui. Parkourläufer. Eindeutig Parkourläufer, der Typ. Das ist aber jetzt ein bisschen doof. Ich will doch was erlegen. Sind hier drüber überhaupt noch Felder? Nö. Felder gehen jetzt nach rechts weg. Bleiben wir einfach mal auf den Feldern. Gucken, was passiert. Vielleicht wird das ja mal eine Folge, wo wir auch mal nichts kriegen. Dann ist das eben so. Was dran ändern kann ich nicht. Ich kann mir schlecht hier irgendwie ein Tier hincheaten. Selbst wenn ich das gerne würde. Selbst wenn ich ihn gerne würde, würde das keinen geben. Wo sind die denn alle? Na gut, der Wind steht natürlich gerade auch ein bisschen blöd für uns. Aber wir drehen ja gleich wieder in die Richtung ab. Da scheint eine Regenfront zu kommen. Ich meine, das finde ich auch unlogisch. Der Regen in diesem Game, der ist sowas von böse laut. Wirklich sowas von böse laut, genau wie der Wind. Die überdecken aber nicht unsere Geräusche. Da, wo gucke ich denn hin? Hans, guck in die Luft. Rattenfeld. Da ein Bock bei? Nein. Ich sehe zumindest keinen. Verdammt. Ja, die sind weg. Dann werden wir uns das Tier da mal holen. Da gehen wir jetzt auch ganz gemütlich hin.
In der Hoffnung, dass die Gruppe sich wieder ein bisschen aus dem Wald raustraut. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Nö, ich habe nicht getroffen. Aber wir lassen die mal weiter traben. Obwohl, wir können hier auch mal ein bisschen warten. Gut, das Warten, das kann ich gerne cutten. Und sag euch dann, wie es war zu warten. Es sieht schon aber schon, es könnte sich lohnen. Versuch mal näher ranzukommen. Ah, die ziehen dahinter hoch in den Wald. Shit. Ich hätte gerade schießen sollen. Das ist natürlich der Nachteil am Einzelrepetierer. Man hat immer nur einen Schuss. Aber die Gruppe hat sich gar nicht so weit entfernt, wie ich dachte. Nur auf das zweite Tier konnten wir halt nicht schießen. Oder haben doch schon geschossen, aber nicht erfolgreich. Aber ein Tier haben wir. Ein Tier haben wir. Das ist schon mal schön. Ja, das war tatsächlich eine relativ große Gruppe. Nur es war kein Bock dabei. Sonst hätte ich natürlich als erstes versucht, den Bock zu schießen. Aber es war halt kein Bock dabei. Muskel, Lungenflügel links. Ja gut, das war klar. Gewicht normal, weiblich. Welche Entfernung? 153 Meter. Dreht sich der Wind mal wieder ein bisschen blöd. Ich glaube, dann nehme ich tatsächlich nicht die Verfolgung auf. Oder ist da oben eine Anhöhe oder sowas? Scheint fast so. Obwohl, ich laufe mal wieder hier runter. Ich laufe wieder hier runter. Ich bleibe mal auf meinem Plan, die Felder ein bisschen abzulaufen. Und solche Sachen dann auch mal mitzunehmen. Ja, Hochstandjagen habe ich auch noch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ihr wisst, ich bin kein professioneller Jäger. Dennoch tue ich natürlich mein Bestes, auch Erfolg zu haben. Ja, ich könnte jetzt hier runterlaufen. Setze ich mir hier einen Wegpunkt. Hä? Laufe ich dann zurück? Wo ich sein? Ich habe mich verloren. Verdammt, ich habe mich verloren. Ja, hier runter, dann. Ja, doch, das kann man machen. Auch eine schöne freie Sicht. Aber. Nichts da zum Schießen.
Nichts da zum Schießen. Ein Rundballen. Schießen. Trophäenbonus Rundballen. Das wär's. Das wäre doch eigentlich auch mal eine Trophäe, oder? Schieße einen Rundballen aus 1000 Kilometern oder so. Hey, guck mal, die sind habe ich ja sogar schon drei Stück zusammengefahren. Yay! Ja, die Map, die hat schon echt was. Ich finde sie cool, muss ich ganz ehrlich gestehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die Felder laufen jetzt da vorne irgendwo weiter. Wir nehmen jetzt quasi die Abkürzung durch den Wald. Kaninchen. Ein gemeiner Feld-, Wald- und Wiesenhase. Einfach über die Rundballen laufen. Kann man ja mal machen. Oh, da ziehen dunkle Wolken auf. Dunkle Wolken. Ich mag keine dunklen Wolken. Nix, ne? Das nervt mich gerade so sehr. Wegpunkt entfernen, weil das sehen wir jetzt auch so. Oh, ich bin aber sehr, sehr von den Feldern abgekommen. Das müssen wir gleich unbedingt mal korrigieren. Ja, ich wollte jetzt einfach nicht drüber laufen und direkt was verscheuchen. Seht ihr? Und bei dem Krach, den der Regen macht. Müssten wir eigentlich unentdeckt hier drüber rennen können. Unentdeckt. Ja, hier was zu kriegen ist momentan fast unmöglich für mich. Ja, Warnruf. Und wie ihr seht, sehe ich nichts. Ich sage, da mit den Füchsen hat es mehr oder weniger immer wieder Glück. Dich sehe ich. Du bist alleine? Echt jetzt? 200 Meter. Junge. Ich sehe es nicht. Kann auch sein, dass ich ganz elegant daneben geschossen habe. Nein, habe ich nicht. Hab ich nicht. Das Tier in dieser Folge noch verwerten.
Das soll mein Anschuss sein? Fleischwunde gerade eben. Also wenn ihr jetzt unten mal auf das Navi da guckt, PDA, Navi, keine Ahnung, seht ihr, dass die Spuren verbunden werden dann nachher irgendwann. Mit Pfeilen oder gestrichelten Linien. Damit dann man besser dann nachvollziehen kann, wie es gelaufen ist. Ich weiß gerade nicht. 50, 75, es verliert relativ schnell Blut sogar. Für eine Fleischwunde. War halt kein optimaler Schuss jetzt, ne? Aber ich frag mich, wieso das Tier alleine gestanden hat. Büsche. Das frage ich mich gerade so ein bisschen. Jo, nicht mehr weiter lichtet. Der Vollständigkeit halber nehme ich die restlichen Spuren auch noch mit. Oh, das ist jetzt Wunderbärchen. Ja, interessiert mich gerade nicht. Da war irgendwo ein Rumpfschrei. Aber nicht in dieser Folge, sondern direkt in der nächsten. Tschüss.